12 Monate lang ist Heilbronn jetzt Hauptstadt der Folgenlosigkeit. Schon zum offiziellen Auftakt gab es eine Reihe von Veranstaltungen. Der Auftakt im Literaturhaus, eröffnet von Kulturbürgermeisterin Agnes Christner. Dort las Friedrich von Borries aus seinem Buch Fest der Folgenlosigkeit. Der Professor für Designtheorie an der Kunsthochschule Hamburg ist einer der drei künstlerischen Leiter. Für Literaturhauschef Anton Knittel ist das Werk weder als Roman noch als Anleitung für Folgenlosigkeit zu verstehen. Wenn, dann eher so als Richtung hybrides Drehbuch, in dem wir Ideen finden, im Buch selber mitzuspielen, das umzuschreiben, weiterzuschreiben, auch vielleicht zur Seite zu legen. Also es sind ganz viele Möglichkeiten drin. Friedrich von Borries nimmt Einwände vorweg, diskutiert die selber mit seinen Figuren. Also es ist ein ganz, ganz spannendes Buch. Das Literaturhaus gehört zur langen Liste der Projektpartner, wie auch das Schulkultur- und Sportamt, der Kunstverein, die Hochschule, Kammerorchester oder Volkshochschule. Diese wurden alle in der alten Maschinenfabrik vorgestellt. Sie haben sich zum Bund der Folgenlosen zusammengeschlossen. Schirmherr ist übrigens Heilbronns Oberbürgermeister Harry Merkel. Ein breit angelegtes Miteinander freut sich Philipp Wolpert. Der Heilbronner Theatermacher gehört ebenfalls zur künstlerischen Leitung. Das Festival verbinde Institutionen, die bisher keine direkten Berührungspunkte hatten. Das ist ein Projekt der Intuition und ein Projekt auch des Zusammenkommens, auch der Zufälle. Wir haben natürlich immer eine Vision dahinter, mit was wir sozusagen, was wir da einspielen wollen, noch an Perspektiven, an Hintergründen. Aber ich glaube, die Vereinssitzung, als die stattgefunden hat und wir dann wirklich gesehen, dass so eine Breite da ist, das war jetzt, glaube ich, schon vor ein, dreiviertel Jahren oder so, oder eineinhalb Jahren, als wir zum ersten Mal zusammenkamen, hat gezeigt, die Leute wollen miteinander reden, wir kommen in Austausch. Ich glaube, das ist auch eine neue Qualität, dass das in Heilbronn so ein Projekt ermöglicht, ein Projekt der Teilhabe. Und was wir auch festgestellt haben, im Zusammenkommen, man muss auch immer einen gemeinsamen Nenner finden. Also es ist auch die Dialogsführung, wie begegne ich einem Gesprächspartner, einer Institution und was interessiert uns jetzt zum Thema Folgenlosigkeit, was ist da der springende Punkt, an dem wir dann sozusagen weiter forschen und experimentieren und Formate dazu entwickeln wollen. Vorgestellt wurde in der Maschinenfabrik auch das Stipendium fürs Nicht- bzw. Nichtstun, für das es schon über 100 Bewerbungen gibt. Drei Stipendien über 5.000 Euro für 3 Monate wird es geben. Das Herzstück, auch ein Reibungspunkt, eine gezielte Provokation der Aktion. Ich glaube, da kommen noch viel, viel mehr. Und das finde ich auch toll, weil ja die Idee des Projektes ist, nicht, dass drei Leute 5.000 Euro bekommen, also das werden sie. Aber die Idee ist, dass an möglichst vielen Mittagstischen, in der Kantine, abends an der Kneipe, Leute darüber diskutieren, hey, was würdest du nicht tun, ja, wenn du 5.000 Euro kriegst? Und sich Gedanken machen, wie sie sozusagen diese Stadt verändern können, indem sie etwas nicht tun oder ihr Leben verändern können. Und dafür ist diese Ausschreibung da. Und deshalb freue ich mich über, oder die Bewerbungen sind eigentlich nur ein Anzeichen dafür, dass das anfängt, dass Leute sich darüber unterhalten und miteinander austauschen. Der Start zur einjährigen Aktion ist Erfolg, der Ball liegt sozusagen im Spielfeld. Friedrich von Borries ist mit dem Auftakt zufrieden. Ich fand die Stimmung toll. Ich bin total froh, dass so viele Menschen aus Heilbronn irgendwie Interesse gezeigt haben und habe eigentlich gerade ein sehr positives Gefühl. In dieser Woche noch wird bei der Stadt Heilbronn für begrenzte Zeit ein Amt für Folgenlosigkeit eingerichtet. An 2 Tagen pro Woche gibt es Sprechstunden, bei denen Fragen zum Projekt und zum Stipendium beantwortet werden.